Oh, hallo Freunde, da sind wir nochmal und probieren unser Glück. Ja, dann würde ich mal sagen, starten wir mal. So, ich habe nämlich mal so mal ein bisschen den Weg auf dem Rückweg so gemerkt. Und zwar, wenn ich hier so entlang gehe, bin ich nämlich auf einem richtig guten Weg. So, ich muss nämlich dann hier auf den Tower drauf. So, Richtung da. Dann hier hoch. Na komm, also, dann muss ich. Genau, also in diese Richtung. Scheiße, das war jetzt nochmal mehr Glück als Verstand, muss man jetzt ehrlich sagen. So, komm. Hinten rum. Sieht uns der Bogenschütze jetzt nicht. Und da hinten steht er nämlich auch schon. Sehr gut. Friede sei mit euch, Bruder. Ich habe überall nach euch gesucht. Ich habe diesen Brief gestohlen. Lest ihn. Hoffentlich nützt er euch. Ja, es war doch mal ein bisschen schlau. Oder schlauer. Einfach mal so sich ein bisschen den Weg anzugucken. Ja. Ich sag ja, manchmal ist Hast nicht unbedingt immer die beste Idee. Zutritt verboten, hinfort mit. Ne? So, also wie gesagt, habe ich das jetzt gesagt? Also Hass ist nicht unbedingt immer so die beste Idee. Und ja, es hat sich auf jeden Fall mal rentiert, dass ich mir mal einen Überblick verschaffe. Und das im zweiten Versuch relativ einwandfrei geklappt hat. Nein! Nein! Gibt es einen Grund für diesen Unfug? Nein, gibt es nicht. Ich bin nur doof. Nur wirklich extrem doof. Seid ihr mein Freund? Nein, dann bleibt mir gefällig top. Ich will auch nicht dein Freund sein. So. Moment mal kurz husten. Ja, kurz zum Mikrofon rein und so, dass ihr das auch. Bisschen davon was habt, ne? Gut, komm, geh mal rüber. Geh mal rüber, geh mal rüber, geh mal rüber, geh mal rüber. So, hoch. Zieh dich hoch. Und synchronisieren. Sehr gut. Boah, guck mal, was sind das da für eine fett bewachte Kapelle hier? Oh, sehr gut, da haben wir auch schon unsere zwei. Unsere zwei passenden Missionen. Dann geht's aufwärts. Kann mir jemand sagen, warum er das tut? Nein. Oh. Jo, gib mir doch mal aus dem... Gib mir aus dem Weg. Nein, hab ich nicht. Nein, bitte geht nicht einfach. Nur ein paar Münzen, bitte. Du, ich hab... eine andere Aufgabe. Dem Orden übergeben. Auf Order Siebrands werden alle Handelsschiffe dem deutschen Orden überstellt. Löscht eure Ladung. Die Schiffspapiere müssen bis zum Mittag des morgigen Tages am Gerichtshof vorgezeigt werden. Keine Ausnahmen, kein Aufschub. Nein, bitte geht nicht einfach. Alle angelegten Schiffe müssen frei von Ladung und Mannschaften sein. Die Kapitäne melden sich beim Abgesandten des Deutschen Ordens, um neue Befehle entgegenzunehmen. Jeder Versuch, ein Schiff vor der Konfiszierung zu verbergen, wird schwerstens bestraft. So, gucken wir mal. Ja, ich hoffe, du bleibst halt nicht hier oben, weil doch verdammt viele Ritter da sind. Ne?
Sehr gut, sehr gut. Ich flehe euch an, Herr. Ich bitte euch doch nur, mein Vater, eine Rettung. Warum streiten Sie diesen Kopf? Komm, 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 komm. Komm, komm. Bam, bam. Boah, der hat einen guten Rechten, du. Nicht meine Schuld. Ich befolge nur Befehle. Wenn ihr euer Schiff zurück wollt, wendet euch an das Gericht. Darum geht es mir nicht. Sondern? Siebrand hat beinahe 100 Schiffe beschlagnahmt. Was hat er vor? Eine Blockade. Sie sollen auf die offene See hinaussegeln, um einen Blockadering zu bilden. Warum? Will Salah al-Din von der Seeseite her angreifen? Nein, es geht nicht um ihn, sondern um Schiffe aus der Heimat. Damit Richard keinen Nachschub erhält. Warum sollte ein Verbündeter Richards ihn derart schwächen wollen? Ich weiß es nicht. Fragt Siebrand. Es sind seine Befehle. Ich überbringe sie bloß. Bitte, lasst mich ziehen. Ich habe euch alles gesagt, was ich weiß. Es schmerzt mich, aber ich kann nicht riskieren, dass ihr ihm von mir erzählt. Tja. Oh. Ich hab doch nur versucht. Oder ich werde euch über den Haufen rennen! Glaubst du, du könntest mir entfliehen? Komm, die Dächer sind mein Freund. Oder ich werde euch über den Haufen rennen! Was ist denn los? Gut, komm, da kämpfen wir. So. Nee. Sehr schön. Jetzt bloß nach oben. Ja, ja. Immer diese Verbündete, ne, die einen in den Rücken fallen. So, und wo haben wir denn ihn, mein Freund? Noch ein paar Meter. Da steht auch schon. Haben sie euch in die Stadt gelassen oder habt ihr kämpfen müssen? Ach, vielleicht sollte ich respektvoller sein, denn ich brauche nun eure Hilfe. Ich habe letzte Nacht zu viel Zeit im Hafenbordell verbracht und dort die Frau eines teutonischen Ritters beleidigt. So sagt man jedenfalls. Jetzt ist mir eine Gruppe von ihnen auf den Fersen. Könnt ihr mir helfen mit eurer Klinge? Kehrt ihr zurück, bevor ich die Stadt verlasse, werdet ihr von meinem Wissen profitieren. Okay. Naja, schalten wir mal die Leute aus. Geh weg. Ob er wohl einen Grund für seine Taten hat? Okay. Erste wäre weg. Mein Güte, was ist hier passiert? Ja, ja. Ich steig mal. Ups. Entschuldigung. Ey, steig doch einfach mal da ganz normal hoch. So. Was hab ich denn falsch? Sehr schön. Oh, verdammt. Hat mal wieder nicht geklappt? Okay, gut. Naja, gut, probieren wir es halt nochmal. Wo bist du nur? Ich weiß, dass du hier bist. Ja. Okay. Anscheinend. Ja, gut. Muss ich mal wieder die Blutkeule auspacken. Na komm.
Ey. Nimm nur einen Helm. Haust du es rein. Lord Helmchen. Deine Suppenschüssel auf den Kopf. Ey. Na komm. Heul. Ja, gut, sehr schön. Nein, der lebt da immer noch. Naja, ich weiß, ich muss losreißen. Aber mit der Kontertaste kann ich wenigstens die besten Angriffe ausweichen. Na komm. Komm. So, naja, sehr gut. Wer möchte der Nächste sein? Ey. Bin die Rache Gottes! Ey. Komm, sehr schön. Jetzt mal nach. Na, komm. Ey. Sehr schön. Da gibt es auch kein Deutsch mehr. Keine Deutsche mehr im Heiligen Land. Also die Deutschritter, also der Deutsche Orden, das waren noch die Kasper, die dann auch mehr oder weniger so auf sagen. Also wo das Königreich Preußen zurückgeht. Da habe ich einen neuen Auftrag erhalten, denn nämlich die Ostgebiete in Memeland, also da wo jetzt Ostpreußen, Danzig und sowas alles, wo das war ja früher Deutsch, nicht Russisch. Ne, Danzig ist Polnisch, Königsberg und sowas, genau. Königsberg. So. Wer hat diese Person umgebracht? Was ist hier geschehen? Okay, das, ich merke schon. Ich muss in die andere Richtung gehen, aber. Ja, mach's mal. Ja. Man darf auch nicht vergessen, die Deutschritter, das waren auch Fanatiker, ne? Also ja, wer möchte der Nächste sein? So, komm. Komm. Ja, sehr schön. Also wie gesagt, wenn ich auch nochmal jetzt nicht rede, dann muss ich sagen, dass ich mich halt ein bisschen konzentrieren muss. So, okay, jetzt probieren wir es nochmal und gehen diesmal aber in die andere Richtung. So. Aber ich brauche doch Geld, Herr. Ich bin arm, krank und hungrig. Ich will noch ein bisschen Geld, okay. Ein paar Münzen. Lass mich in Ruhe mit deinen Münzen. Komm, jetzt treffen wir hier rüber. Sehr schön. So. Was hat Ich rette mal hier gleich mal die Bürger. Ich wenigstens schon mal Vorteile. Ich glaube jetzt die ganze Folge hier an der einen Mission rumzugucken.
Ist er irgendwo? Wenn es nicht geht. Komm. Stirb, stirb. Da möchte der Nächste sein. Komm. Okay. Na ja, komm. Ja, jetzt habe ich die einen gerettet. Na komm. Ja, da bin ich die ganze Zeit im Dauerkampf. Sehr schön, komm, schon dann noch. Nee, der Kampf gegen die halbe Kreuzfahrerarmee nun. Na ja, Ja. Komm. Oh, so, jetzt bist du auch weg. Ey, warte mir ins Kreuz rein. Na. Jetzt ist aber mal hier Schluss. Pass doch den mal an. Das ist ein harter Brocken. So, endlich ist vorbei, so. Vorsicht jetzt. Oh. Wirklich im Dauerkampf. Komm. Danke euch. Ich werde diesen Gefallen zurückzahlen, das schwöre ich. Sehr gut. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich irgendwo hier hochkomme. Jetzt muss ich mir mal hier. Wie soll ich sagen? Wenn ich Überblick verschaffe. Verdammt! Wo ist der Heide, der dafür verantwortlich ist? Der Heide. Keine Ahnung, wo der Heide ist. Wie komme ich jetzt auf diese verdammte... So, jetzt will ich auch mal hier hoch. Weil ich... Genau, guck mal. Seht ihr das? Ich komme da nicht hoch. Durch den scheiß Dauerkampf. Ey, Freunde. So. Ich gucke wirklich, jetzt muss ich wirklich mal gucken, wie ich da jetzt hinkomme. Vielleicht hier? Wie gesagt, ich hatte nämlich bloß eine doofe Idee. Ey, geht mir doch mal aus dem Weg. So. Vielleicht klappt es ja. Na komm.
Wenn ich jetzt hier gegen diese Wand springe. Komm schon da nicht hoch. Wirklich ist extrem nervig. Dass ich da jetzt nicht hochkomme. Gut, okay, das will anscheinend heute nicht so funktionieren, wie ich das möchte. Kann man leider nicht ändern. Ich sag mal, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, da ich mal tschüss mit Ö.